Herzlich willkommen, Karin Weißal. Hallo, Katrin. Wie geht's? Gut, dir? Mir sieht dann das richtig an, dass ich mich freue über dich, weil wir ein unglaublich schönes Konzert gehabt haben mit dir. Danke. Ja, es war schön. Das Publikum ist sozusagen von den Sesseln gerissen worden. Vielen Dank dafür. Danke auch. Und außerdem strahlst du eigentlich, seitdem du hier bist. Ich denke mal, es hat noch einen Grund. Und der Grund ist diese schöne Musik, die du noch zusätzlich gespielt hast. Immer wieder, immer wieder. Und was ist das für eine Musik? Diese Musik bzw. diese Melodie ist von Izmir Marsche, auf Deutsch gesagt der Marsch von Izmir. Und ich habe diese Melodie anlässlich des 100. Jubiläums des Bestehens der Türkischen Republik gespielt. Und was ist passiert vor 100 Jahren? Was hat sich geändert in deinem Land? Ja, also natürlich vieles ist passiert. 100. Geburtstag der Türkischen Republik ist ganz besonders für uns alle. Wir feiern die mit der Gründung der Republik einhergehende Demokratie, Freiheit, Unabhängigkeit, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Rechtsstaatlichkeit, Laizismus, Überlegenheit der Vernunft und die zahlreichen auf diesen Werten, auf diesen Konzepten basierenden Reformen, die umgesetzt worden sind. Und natürlich diese Feier bedeutet auch, dass wir diese Werte, dass wir diese Reformen immer schützen wollen. Und zur gleichen Zeit äußern wir unsere Dankbarkeit an Atatürk und seinen Verbündeten, die uns es ermöglicht gemacht haben, die uns das Potenzial gegeben haben, ein freies, demokratisches Leben aufbauen zu können. Und deswegen wird natürlich der 100. Geburtstag der Türkischen Republik so fulminant jetzt gefeiert. Ja, ich habe das gesehen im Internet. Das sind also wirklich fulminante Feiern. Kann man nicht anders sagen. Aber hier findet es auch schon statt und auch in deinem Herzen. Man merkt es richtig, wie sehr das dir, was es dir bedeutet. Und ja, was bedeutet es dir denn für dein Leben und deinen Lebensweg? Was wäre vielleicht anders gewesen oder was hat sich jetzt so entwickelt, wie es sich entwickelt hat aufgrund dieser Reform? Zum Beispiel, ich kann ein Beispiel geben, das mich persönlich betrifft zum Beispiel. Und nachher kann ich auch ein bisschen erzählen, was für andere Reformen auch es gab. Okay. Zum Beispiel unter den vielen Reformen, die umgesetzt worden sind, gab es auch viele, die die darstellenden Künstler fördern. Zum Beispiel 1926 gab es diese Institution mit dem damaligen Namen Darül Elhan. Und 1926 wurde das zum Istanbuler Konservatorium umgewandelt und heute besteht diese Institution fort unter dem Namen Staatliches Konservatorium von der Universität Istanbul. Und ich bin stolz drauf, das sagen zu können, dass ich meine musikalische Bildung anfangen könnte, weil es diese Institution gibt. Ich habe meine musikalische Bildung in dieser Institution, an diesem Konservatorium, an dieser Universität angefangen. Und deswegen, also aufgrund dieser Reformen, auf wegen dank Atatürk, dank allem, was er gemacht hat, kann ich heute mein Leben auf einem Instrument basieren und mein Leben dementsprechend aufbauen jetzt zum Beispiel, ja. Okay, und das heißt also auch die ganzen Folgen gehen darauf zurück, zum Beispiel, dass du in dem Goldfischteich von Lang Lang gelandet bist und dass der Wolfram Schmidt-Leonardi dich da rausgefischt hast und dass du hier bei Weltklassik überall auftreten kannst. Das sind sozusagen alles Folgewirkungen dieser Revolution. Ja, genau. Noch irgendwas, was passiert ist, was wir wissen wollen? Ja, also es gab natürlich viele Reformen, viele Änderungen. Also erstens die Abschaffung des Sultanats und die Einführung der Republik, die Demokratie natürlich. Frauen? Gleichberechtigung von Mann und Frauen. 1934 das Wahlrecht für Frauen. Und die Frauen konnten auch gewählt werden, durften auch gewählt werden ab dem Zeitpunkt. Und viele Reformen wurden umgesetzt bezüglich der Bildung. Die Bildung wurde den Menschen zugänglich gemacht. Es gab die Buchstabenrevolution, die Universitäten wurden reformiert. Ja, das heißt, wir können jetzt gleich schreiben, wenn auch mein Türkisch nicht so ganz so gut ist wie dein Deutsch. Nein, das ist gut. Ja.
Ja, genau. Zum Beispiel, also viele Sachen wurden gemacht, viele Reformen wurden durchgeführt, sozial, politisch, wirtschaftlich, also in vielerlei Hinsicht. Also das Land wurde durchaus modernisiert, kann man sagen, ja. Okay, also dann können wir jetzt so ein bisschen die Vorfreude starten darauf, dass du hier bist und hier bleibst und dass du vielleicht auch an diesem Musikstück noch ein bisschen weiterarbeitest. Willst du uns erzählen, was du mit dem Musikstück gemacht hast und vielleicht auch vorhast? Ja, kann ich natürlich. Ich habe diese Melodie erstens lyrisch gespielt, also das Thema vorgestellt, und dann ich habe das bisschen martial gemacht mit den Akkorden und Oktaven in der linken Hand. Und ja, wir haben jetzt darüber gesprochen. Natürlich kann man das auch sehr schön weiterhin variieren. Man kann ganz verschiedene Sachen in beiden Händen machen. Man kann sehr schöne Ideen natürlich in solche Variationen einbauen. Viele unterschiedlichen Motive und Kurven, Strukturen. Ja, also man kann das ganz schön variieren, kann man sagen, Ich ja. bin so gespannt. Ich hoffe, dass wir dann zum nächsten Geburtstag sozusagen hier noch weitere Variationen hören würden. Das wäre also wirklich sehr schön. Ja. Gut, dann danke ich dir für das Gespräch und freue mich aufs Wiedersehen, lieber Kahn Weisheim. Ja, ich danke dir auch, Katzen. Tschüss. Tschüss.